Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hinweise, Kommentare, Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer unter manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Darauf freuen wir uns wie immer sehr. Hallo Oliver. Hallo Till. Sag mal, ist die Martina heute dabei? Martina fällt heute aus. Ach, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Na wunderbar. Dann machen wir zu zweit weiter. Den Kirchen in Deutschland laufen die Leute weg. Wir haben es schon mehrfach berichtet. Die Zahlen sind für uns Atheisten ganz cool. Die Mitglieder werden immer weniger. Wird aber auch Zeit. Wird aber auch Zeit. Was machen die beiden deutschen Kirchen? Die Katholiken spielen im Moment so ein Spiel, die nennen das der synodale Weg. Da haben sie ein paar Konferenzen und tun, als ob sie was verändern wollen oder nicht. Ein Thema für sich. Was machen die evangelischen Kirchen? Eine Sache, die sie gemacht haben, darauf hat uns Hörer Luca hingewiesen oder Hörerin. Und zwar ist ein Papier erschienen von der evangelischen Kirche. Luca schreibt: Die evangelische Kirche möchte nun verstärkt auf Konfessionslose zugehen. Seht ihr das vielleicht sogar als Chance, um deren Weltanschauungen in zukünftigen Diskursen zu entzaubern? Oder meint ihr eher, die Kirche soll mal die Konfessionslosen in Ruhe lassen? Der Grundlagentext trägt den Titel Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit, Aufgaben und Chancen. Was bei mir alle Alarmglocken bimmeln lässt. Religiöse Bildung, ja? Ja, vielen Dank, Luca, also für Klar, Hinweis. Danke. Ich habe mir das Papier mal, das ist so ein PDF, da können wir auch einen Link zu posten, das kann sich jeder runterladen. Das ist irgendwie 250 Seiten langes Buch. Also was machen die Evangelischen? Die schreiben erstmal ein Buch. Der Herr Bedford Strom, der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, schreibt das Vorwort. Und ich habe das durchgelesen, ich muss sagen, nicht ganz komplett. Aber es sind genügend Stellen drin, die ich euch mal hier zitieren kann. Und dann kann sich jeder selber ein Bild davon machen. Bei mir hat es den Verdacht erweckt, die Evangelischen haben Schiss. Ach, ja gut. Die merken, die Leute laufen uns weg. Jetzt haben sie ein bisschen Schiss, versuchen irgendwie Strategien zu entwickeln, was man jetzt macht. Ich lese mal vor. Das fängt mit dem Vorwort an, wie gesagt. Und der erste Satz lautet: In Deutschland gehört gut ein Drittel der Menschen keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft an. Diese sogenannte Konfessionslosigkeit ist für die Kirchen eine mindestens ebenso große, wenn nicht noch größere Herausforderung als der religiöse Pluralismus. So, hier finde ich zwei Sachen interessant. Nämlich die erste Sache, die interessant ist, wie die zu den Zahlen kommen. 30% konfessionslos, die zeigen auch, wie sie das berechnen. Und zwar nehmen sie die Gesamtanzahl der deutschen Bevölkerung, dann ziehen sie davon die Mitglieder in der katholischen Kirche ab, die Mitglieder in der evangelischen Kirche ab und die Mitglieder in irgendwelchen Freikirchen. Und dann kommen irgendwie so und so viele Millionen raus, die halt nicht Mitglieder der Kirche sind. Und dann sagen die hier, aha, so viele Konfessionslose gibt es. Und die Islame? Und werden ja auch? Ja, die werden auch rausgerechnet und so, glaube ich. Auf jeden Fall kann man ja diese Zahlen auch ganz anders berechnen. Zum Beispiel könnte man behaupten, selbst manche von den Leuten, die noch in der Kirche sind, glauben gar nicht mehr an Gott. Die sind einfach nur da drin, weil sie jetzt zum Beispiel getauft worden sind. Die Mehrheit, ne, die Umfragen vorstellen. Genau, aber die rechnen sich, die haben so viel Schiss, die rechnen sich selbst das schon. Also sie kommen schon auf 30%, ja, und kann man anzweifeln. Ja, und die Islame werden ja auch immer, das wird ja auch immer so hübsch gemacht, dass auch Leute, die einfach nur irgendwie, ich sag mal erstmal türkischen Hintergrund haben oder einen türkisch-deutschen Hintergrund, werden schon mal ganz klar als Moslem gezählt. Ja. Plus eins, obwohl die vielleicht nichts damit zu tun haben. Super, ne? Weil die nämlich nichts haben, wo sie ausfaken können. Ja, genau. Der zweite Punkt, und das ist ja wirklich der erste Absatz von dem ersten Vorwort hier, der zweite Punkt, der mir da direkt auffällt, ist, dass hier steht, die Konfessionslosigkeit ist eine größere Herausforderung als der religiöse Pluralismus. Das heißt, die haben mehr Angst vor Atheisten als vor anderen Gläubigen. Ja, aber sie haben aber auch Angst vor religiösen Pluralismus. Auch das ist ja auch eine Herausforderung. Ach du meine Güte, wir dürfen nicht mehr, wie wir mal wollen, wie wir eigentlich wollen. Aber vor uns haben sie offensichtlich noch mehr Angst, ja. Ach du meine Güte. So, dann fragen sie sich halt in dem ersten Teil des Textes, warum gibt es immer mehr Konfessionslose? Und dann irgendwie, das ist ein Riesenabschnitt, den habe ich nicht so genau gelesen, das ist total langweilig. Und dann geht's weiter. Und dann kommen wieder ein paar interessantere Abschnitte. Und zwar ist der Titel Optionen und Ziele kirchlichen Handelns angesichts konfessionsloser Muster. Mhm. So, also jetzt geht es offensichtlich darum, was sollen die jetzt machen? Mhm. Und hier steht, genau, worauf sie hinaus wollen, ist nämlich zu zeigen, dass es gerechtfertigt ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Ziel ist ja offensichtlich, die wollen, dass es weniger Konfessionslosen gibt, aber es werden im Moment mehr. So, und jetzt rechtfertigen sie sich für sich selber so ein bisschen, warum das ein okayes Ziel ist. Und zwar
geht es im Grunde genommen darum, dass sie jetzt sagen, wir müssen missionieren. Das ist das ja. Wenn die sagen, wir wollen neue Leute oder was, dann müssen sie ja Mission betreiben. Und jetzt wird hier in einem Riesenabschnitt dargelegt, warum Mission nicht nur richtig und gut ist, sondern auch dringend geboten. Und die leiten jetzt halt her aus irgendwelchen allgemeinen Plätzen, dass es total in Ordnung ist und auch geboten, dass man missioniert, dass die Kirche das halt machen muss. Und hier steht, die Kirche ist zu verstehen als von Gott berufene Gemeinschaft der Heiligen, die in all dem von Gottes Wirklichkeit Bestimmten eine spezifische Aufgabe zu erfüllen hat. Ach so. Klassisch formuliert, diejenige von Verkündigung und Sakramentsfeier. Moderner formuliert, die Aufgabe der Kommunikation des Evangeliums. So, wir nähern uns also langsam dem Begriff Mission. Dann geht es ein bisschen weiter. Prinzipien und Ebenen der Begegnung. Also sie überlegen sich jetzt, wo können wir denn die Leute, wenn wir Leute missionieren wollen, müssen wir die ja irgendwo treffen. Und wenn man die trifft, wie geht man dann mit denen um? Also wenn man jetzt solche Nichtgläubigen vor sich hat, wie verhält man sich angesichts dieses fremden Tierarzts? Und da schreiben sie, für die Begegnung und Auseinandersetzung mit Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, sollten die gleichen Grundsätze gelten, die sich mittlerweile für das Gespräch zwischen Angehörigen verschiedener Religionen etabliert haben. Respekt und Akzeptanz des Gegenübers, Wahrnehmung der Anliegen, bla 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 und Ergebnisoffenheit. Also irgendwie erstmal so. Ja, das widerspricht sich doch. Ja, das widerspricht sich. Die möchten total den Anschein der Ergebnisoffenheit wahren. Ja. Den Anschein. Aber die haben ja auch eben noch gesagt, wir haben einen Plan. Ja. Das ist ganz lustig, ne? Aber okay, also ich glaube, das ist so ein bisschen dazu gedacht, um die Leute, die jetzt da rausgehen, so ein bisschen zu sagen, okay, missioniert mal schön, aber warte, ihr müsst mal... Also man darf es nicht merken. Ja, man darf es nicht merken und bleibt auf dem Boden, also jetzt nicht hier zu beleidigend werden. Also. Dann kommt ein Kapitel, das ist überschrieben mit Leitvorstellungen im Diskurs, Doppelpunkt, Kommunikation des Evangeliums, Mission, Bildung. Und dann wird geschrieben, ne. Indem die Kirche das Evangelium kommuniziert, realisiert sie auf ihre menschliche Weise die Zuwendung Gottes zu den Menschen. Sie nimmt teil an der Missio Dei, an der Sendung Gottes. Sie hat eine Mission. Die Kirche hat Teil an der Missio Dei. Sie ist wesenhaft missionarisch. Ja, aber die müssen doch verstehen, dass das kein Argument ist, dass man dass man gegenüber konfessionsfreien machen kann. Nee, sie müssen erstmal aber vor sich selber rechtfertigen. Ja, das ist aber okay nur ein Binnendiskurs. Ja, genau. Nur müssen, Binnendiskurs. Genau, das richtet sich ja auch an evangelische Leute, dieses Dokument. Mhm. Das richtet sich so, okay. Leute, auf welcher Seite sind die jetzt? Jetzt sind wir gerade auf Seite 87. Also bis Seite 87 haben die sich immer noch nicht durchgerungen, dass sie wirklich jetzt mal... Genau. Aber wirklich. Ja, genau. Okay. Aber sie dürfen jederzeit. Wegen der Mission. Genau. Okay. Das Evangelium innerhalb der Kirche zu verkünden, aber auch über sie hinaus zu kommunizieren. Was denn mit Juden? Was mit Juden? Ja, es ist doch immer so ein bisschen die... Die Probe. Ja, also darf ich mich denn an... Ich darf... Die zeigen sich also ab in Richtung, man darf und man muss geradezu den armen, konfessionsfreien, konfessionslosen religiöse Bildung zukommen lassen. Aber was ist denn mit Juden? Muss man denen zum Beispiel auch religiöse Bildung zukommen lassen? Darüber sagt das Dokument nichts, weil es hier eigentlich darum geht, sich damit zu beschäftigen, wie man die Konfessionslosen... Ja, aber das Argument funktioniert ja in die gleiche Richtung. Die sind immer noch von Gott gesandt. Man muss jetzt, was ist denn mit Muslimen und Hindus? Sollen wir die auch alle missionieren? Eigentlich schon, weil du sprichst ja nichts dagegen. Mit der Argumentation kannst du das ja auch. Mit der Argumentation muss man eigentlich alle direkt. Genau, weil du bist ja von deinem Gott geschickt. Genau, aber das Dokument beschäftigt sich jetzt weiter mit der spezifischen Frage der Konfessionslosen. Ja, gut, okay. Und jetzt wird so ein bisschen reflektiert, sie schreiben dann, in der Geschichte der christlichen Kirchen hat das missionarische Selbstverständnis immer wieder auch in kirchliche Hybris verkehrt, mit ökonomischem, militärischem oder politischem Machtstreben verquickt. Nein. Oder in menschenverachtender Gotteszuwendung zu allen Menschen geradezu in ihr Gegenteil verkehrender Weise realisiert worden. Jetzt sind sie ein bisschen selbstkritisch und sagen, okay, man kann auch zu krass missionieren. War aber nur ein Missverständnis. Ja, das ist ein Missverständnis. Aber immerhin ist es so ein bisschen so, okay. Mission ist nicht ganz problemfrei, offensichtlich. In der Mission der Kirche, beziehungsweise für die Kommunikation des Evangeliums, hat das Lehren und Lernen von Anfang an eine herausragende Rolle gespielt. So, und hier nähern wir uns jetzt nämlich der Stelle oder den Stellen, wo jetzt gesagt wird, so, was sollen wir denn jetzt konkret machen? Mhm. Lehre und Lernen und Lehren, das sind jetzt Schlüsselansatzpunkte für die Kirche. Mhm. Das nächste Kapitel, Möglichkeiten und Grenzen pädagogischer Arbeit in kirchlicher
Bildungsverantwortung. Jetzt schreiben sie, einerseits erwiesen sich Lehr- und Lernprozesse in alleinkirchlicher Bildungsverantwortung häufig als hermetisch gegenüber Konfessionslosen. Nämlich weder Kindergottesdienst noch Arbeit mit Konfirmandinnen sprechen in nennenswerter Zahl konfessionslose Teilnehmer an. Das ja, heißt, na sowas. Sie erkennen, wenn sie das den Christen nur selber erzählen. Dann erzählen sie es den Christen nur selber. Genau, schlau, ne? So. Ja, welche Seite? Das ist ja Seite 97. Okay, also, gut, also 97 Seiten dafür gebraucht. Tempo. Ja, okay. Und es wird aber jetzt festgestellt, auch wenn es gleichwohl zum Beispiel in der Jugendarbeit immer wieder gelingt, einzelne Menschen ohne Kirchenbezug anzusprechen. Andererseits erreichen Lernprozesse im öffentlichen Raum Kindertagesstätten, schulischer Religionsunterricht, Schulen in kirchlicher Trägerschaft, übergemeindliche Erwachsenenbildung, seit jeher einen erfreulich weiten Radius an Teilnehmern, der stets auch konfessionslose Menschen mit religionskritischer, kirchendistanzierter Position einschließt. Und das ist bestimmt nur Zufall, dass es fast nur um Kinder ging, konfessionsfreie Kinder. Ne? Man wird wohl sogar sagen dürfen, diese öffentlichen Bildungsangebote zählen zu den wichtigsten Kontaktflächen zwischen Kirche und Konfessionslosen. So, jetzt haben sie also identifiziert, wo angegriffen werden kann. Bildung ist insofern eine missionarische Chance. Mhm. Genau, und das wird auch noch konkreter. Kapitel religiöse Sozialisation und Erziehung unterstützen. Sie schreiben, empirische Untersuchungen zeigen, dass der Prozess umso schneller und unumkehrbarer verläuft, wenn die Verankerung des Einzelnen in der Kirche stets in der Phase der Kindheit und Jugend passiert. Mhm. Im Umkehrschluss erhält daraus, dass in Kindheit und Jugend nach Möglichkeit der Erfahrungsraum und die Erfahrungsdichte mit Praxen christlicher Religion initiiert werden sollte. Also sie schreiben, je früher man die Leute indoktriniert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Alter dabei bleiben. Jetzt kommen sie aus der Deckung. Genau. Und sagen, genau. Wir müssen an die Kinder der Konfessionsfreien ran. Genau. Die machen sich da eine Strategie, wie sie an unsere Kinder rankommen. Ganz genau. Jetzt wird's nämlich. Und wissen auch genau, wenn sie die kleinen Kinder erstmal mit ihrem Kram indoktriniert haben, finden viele von denen den Weg nicht mehr raus. Genau. Das legen sie hier komplett offen. Nochmal. Die wollen an unsere Kinder. Genau. Die wollen an Atheistenkinder. Oder an. Ja, das sind ja die Kinder von Atheisten. Das sind ja unsere Kinder. Genau, genau. Meine ich ja. Ich wollte das bestätigen. Ja, ja. Genau. Genau. Und die schreiben weiter, es liegt somit auf der Hand, dass die Kirche gut beraten ist, ihre auf Kinder und Jugendliche abgestimmten Handlungsformate so gut wie möglich auszugestalten, auf Vernetzungen zu achten und auf sie unter den Kirchenmitgliedern, aber auch darüber hinaus einladend hinzuweisen. Eine Aufgabe von zentraler Wichtigkeit. Jetzt werden Punkte gegeben, die man machen soll. Erstens eine Intensivierung der taufbezogenen Arbeit. Naja, okay. Die Priorisierung der Arbeit in kirchlichen Kindertagesstätten und Weiterentwicklung eines pädagogischen Profils. Mhm. Das heißt, jetzt kommt auch die evangelische Gemeinschaftsgrundschule und sowas. Genau, dann geht's weiter. Der gemeindeübergreifende Auf- und Ausbau von Kinder- und Jugendarbeit, die einen sichtbaren räumlichen Anker hat. Dann die Entwicklung medialer Formate. Gebraucht werden Internetratgeber, Praxismaterial, musikalisch, künstlerisch, belletristische Medien, Hörbücher, Vorlesebücher, Musikalien, Erziehung und Begleitung von Kindern, Themen von religiöser Relevanz, multiplizieren und präsentieren sowie Radio, Fernseh- und Internetproduktionen. Also jetzt wollen sie auf allen Ebenen angreifen. Aber steht da auch so ein Religionsunterricht? Ja, jetzt kommen religionsbezogene Bildung für Konfessionslose etablieren. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen. Die wollen religionsbezogene Bildung für Konfessionslose. Und es geht immer noch um Kinder. Ja, ja. Sie schreiben dann, dass es irgendwie wichtig sei, in unserer Gesellschaft über Religion zu wissen, weil sonst könnte man in unserer Gesellschaft gar nicht überleben, ne? Weil das ja so ein integraler Bestandteil ist, wenn man die nicht kennt. Wir hatten doch schon festgestellt, dass die Kultur in der Bibel wohnt. Genau, und sie nennen das religionsbezogene Alphabetisierung. Sie tun so, als ob das so wichtig wäre, wie Lesen und Schreiben zu lernen. Mhm. Und sie schreiben zu dieser Notwendigkeit religionsbezogener Alphabetisierung aller steht das sogenannte Recht auf negative Religionsfreiheit, Artikel 4 Grundgesetz, in einer gewissen Spannung. Und das ist schon fast eine Unverschämtheit. Jetzt schreiben sie, dass sie mit der Religionsfreiheit ein Problem haben. Ja. Weil das nämlich auch bedeutet, dass manche Leute sich ja entscheiden könnten, davon nichts wissen. Und was ist denn mit Juden? Werden auch jüdische Kinder? Es geht um konfessionsfreie. Ja, aber ich meine, nee, aber ich sag das ja ganz bewusst, weil vielen von uns dann noch so die Alarmglocken angehen, ja, wenn ja. jemand was mit Juden probiert. So, was ist denn hier anders? Machen die das implizit mit?
Es geht jetzt um Konfessionsfreiheit, aber die respektieren unsere Religionsfreiheit nicht. Würden sie die von Muslimen und Juden denn auch nicht? Aber ich meine, das ist ja nicht bloß irgendwie Leute, die es nicht interessiert, sondern auch Leute, die überzeugt von was anderem sind und die von euch, liebe Christen, schon seit Jahrhunderten schlecht behandelt worden. Ja. Werden. Macht ihr das jetzt nochmal? Es ist schon verrückt, ne? Dass sie in so einem offiziellen Papier einen Grundgesetzartikel als Problem darstellen, finde ich schon ganz schön arrogant. Und da muss man sich echt mal überlegen, habt ihr den Schuss nicht gehört? Und jetzt schreiben sie nämlich, dass das ein Problem ist mit dieser Religionsfreiheit, weil ja niemand darf und soll in seiner religiös weltanschaulichen Orientierung fremdbestimmt, manipuliert oder genötigt werden. Vorher schreiben sie aber, dass es mega wichtig sei, zu missionieren, wo es nur geht. Ne? Und jetzt steht hier, es steht deshalb Menschen frei, nicht an konfessioneller religiöser Bildung teilzunehmen. Von religionsbezogener Bildung kann man sich unter Berufung auf Artikel 4 nicht befreien, schreiben sie, behaupten sie. Kannst du den Satz nochmal sagen? Ja, also sie schreiben, es steht den Menschen deshalb frei, nicht an konfessioneller religiöser Bildung teilzunehmen. Aha. Von religionsbezogener Bildung kann man sich demgegenüber nicht unter Berufung auf Artikel 4 Grundgesetz befreien. Was sie meinen ist, es soll jetzt eine Bildung geben, die Religionsbezug hat, aber also wo man was über die Religion lernt, aber nicht religiös ist. Ich weiß nicht, wie die den Unterschied hinkriegen. Also die sagen halt, das soll in jedem Schulfach, auch in Ethik und Philosophie, soll was über die Religion beigebracht werden, weil das halt so wichtig ist, dieser religiöse Alphabetismus zu haben, damit man in der Gesellschaft überhaupt überleben kann. Und jetzt sagen sie, ja gut, okay, man kann sich von Bildungen freimachen, die von Religionsgemeinschaften gemacht wird, und man kann sich aber nicht von Bildungen frei sagen, die von weltlichen Sachen gemacht wird, die auch Religion zum Inhalt. Aber das macht doch nur Sinn, wenn sie sagen, wir machen jetzt den Plan, um uns in möglichst viele allgemeine Angebote reinzuwandeln. Genau. Aus dem konfessionellen Religionsunterricht raus, das reicht nicht, da kriegen wir die Kinder der Atheisten nicht. Genau. Wir müssen uns in alle anderen Sachen reinwandeln. Genau. Mit der Hoffnung, dass dann die Religionsfreiheit nicht gilt. Genau, und die schreiben das nämlich, ist ja schon ganz schön dreist. Das ist herrlich, ne? Das ist echt herrlich. Das ist ja ganz schön dreist. Genau. Es geht weiter. Staat und Gesellschaft muss daran gelegen sein, dass die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere die nachwachsende Generation, sprich Kinder, sich mit Werten, wenn es anschaulich und religiösen Herkunft auseinandersetzen. Angesichts der Globalisierung. Und zufällig haben Sie da schon was vorbereitet. Genau. Angesichts der Globalisierung und multikulturellen und multireligiösen Lebenszusammenhänge wird, wenn nicht religiöse, dann zumindest religionsbezogene Bildung immer wichtiger. Sie ist erforderlich, um eine elementare religiöse Alphabetisierung aller anzubahnen. Sprich, Verstehen religiöser Sprache, Urteilsfähigkeit und Toleranz. Das heißt, jetzt sagen sie, wir wollen alle. Der Staat muss uns helfen, alle zu indoktrinieren. Um Toleranz zu erhöhen. Um Toleranz zu erhöhen, natürlich. Wenn nun aber etwa ein Drittel der Bevölkerung konfessionslos ist und weniger als 60% der Bevölkerung einer christlichen Kirche angehören, stellt sich die Situation anders dar. Insofern befürwortet und unterstützt die evangelische Kirche die Etablierung religionsbezogener Bildungsangebote, die der religiösen Alphabetisierung aller dienen. Dies ist eine Aufgabe für all diejenigen Bildungsbereiche, die eine große öffentliche Reichweite haben. Also frühe Bildung in Kindertagesstätten. Boah. So. Das, also. Geil, ne? Und jetzt kommt. Ja, die wollen konkret, unsere Kinder. Die genau, und jetzt kommt nämlich konkret der Vorschlag. Die jüngsten Bildungspläne mancher Bundesländer im Elementarbereich weisen bereits in diese Richtung. Sie verstehen Religion als Teil der allgemeinen Bildung. Auf diese Weise sind Kindertagesstätten aller Träger verpflichtet, religionsbezogene Bildung anzubieten. So, jetzt sagen Sie. Sie haben das hey, ihr Atheisten, die euch eure Kinder in eine städtische Kindertagesstätte schicken, Pech gehabt. Wir sind trotzdem hier. Wir haben uns nämlich auf politischer Ebene mit unseren Powerbüros in den Landtagen und Bundestagen in die Bildungspläne der Kulturministerien und der Kultusministerkonferenz reingewanzt, so dass sie wollen, dass alle Träger verpflichtet sind, in ihren Bildungsangeboten religiös bezogene Bildung anzubieten. Ganz unabhängig davon, in welcher Art von Einrichtung sie sich befinden. Also das steht hier explizit drin. Das finde ich also eine unfassbare Unverschämtheit. Das finde ich ja sogar eine Unverschämtheit.
Also die, das ist also man kann das kaum fassen, ist ja noch oder? Krasser als sonst. Das ist ja noch krasser als sonst. Und dann geht's weiter, ja, schön und gut. Dann sagen sie, ja, wir haben ja auch mitgekriegt, manche Leute gehen nicht in Religionsunterricht, sondern stattdessen in den Ethikunterricht. Und schreiben sie, ja, da muss das unbedingt auch rein. Ich zitiere, zudem darf der Themenkreis Religion im Ethikunterricht nicht einseitig religionskritisch grundiert werden. So, das heißt, sie sagen nicht nur, jetzt muss noch Religion in den Ethikunterricht, sondern sie sagen auch noch, nicht kritisch. Aber bloß nicht zu kritisch. So, das heißt, sie wollen den Ethikunterricht zu einem Religionsunterricht Version 2 machen, oder was? Ich finde es, das ist echt krass. Jetzt das Kapitel Fragen der Lebens- und Weltdeutung konfessionsloser Menschen identifizieren. Zitat, auch wenn konfessionslose Menschen keine Religionsgemeinschaft angehören, stellen sie sich im Rahmen ihrer Lebensführung nicht nur existenzielle Fragen, vielmehr finden sie in der Regel auch ihnen tragfähig erscheinende Antworten. So, also, die sagen, okay, wenn einer behauptet, er ist nicht religiös, ist er aber wohl religiös. Die letzten Fragen nach der Existenz stellt sich jeder, würde ich jetzt hier behaupten. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und nicht nur, dass sich alle Leute diese Fragen stellen, sondern alle Leute finden auch Antworten. Ja, aber das heißt ja auch, so irgendwie, die stehen so völlig verdutzt vor dem Phänomen der Konfessionsfreiheit und sagen ja irgendwie kommen die ja zurecht. Das finden wir komisch. Genau, aber jetzt finden sie es gar nicht komisch. Sie erklären sich das nämlich, geht jetzt nämlich weiter. Sie erklären sich das, wie das eigentlich sein kann. Ja, ja. Und zwar sagen die, ja, die basteln sich dann irgendwas zurecht. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es eigentlich auch Religion. Und sie nennen das hier Religioid. Und das Fazit, also deswegen sagen sie, es gibt gar keine Atheisten. Ne? Ach, die Nummer wieder. Ja, es gibt keine Atheisten, sondern jeder glaubt an irgendwas. Und jetzt identifizieren sie eine weitere Aufgabe. Es gilt, sie auf etwaige religioide beziehungsweise religiös relevanten Facetten hin zu analysieren. Handelt es sich um säkulare Fassungen ursprünglich religiöser Interessenslagen, Themen und Kompliments, wie etwa die Frage nach dem Sinn des Lebens? Ja, ja. Lassen sich theologische Denkfiguren und Gehalte auf sie hin übersetzen? Das ist ganz schön clever. Das ist geil. Das ist das, was sie sagen. Also es gibt ja viele Leute, die interessiert es einfach nicht. Die sind Atheisten aus Desinteresse, nicht wir. Und die dann, wenn du denen dann, du baust dich dann vor denen auf und stellst denen ganz schnell, ganz laut, ganz viele Fragen. Und wenn sie blinken, wie heißt das auf Deutsch? Wenn sie zwinkern, blinzeln, wenn sie blinzeln, dann kriegst du sie. So, deshalb ist das so gefährlich, wenn die Leute Apathisten sind. Und deshalb, ich stimme dem irgendwie zu, dass es Religionskritik oder also Bildung über Religionen geben muss. Ach so, das muss es geben. Die Leute unbedingt. Die Leute werden sonst, die vergessen das über eine Generation, das rede, was für einen politischen Schaden und was für Lügengebilde Religionen sind und werden eingefangen. Da muss man aufpassen. Bis jetzt haben das immer so Sekten gemacht an dieser Stelle. Und jetzt suchen sie sich das Drehbuch zusammen, wie man die Leute kriegen kann, die irgendwie den Sinn des Lebens und Engel und irgendwelche magnetisch aufgeladenen Steine, wie heißen die, positive Energien, Steine ins Wasser. Wasserwellen. Genau, die Wasserwellen, die negativen und So, und dann geht es noch ein bisschen weiter. Als letztes herausragendes Merkmal, da will ich aber gar nicht so sehr drauf eingehen, ist, dass sie jetzt behaupten, sie müssen da auch in eine Lücke rein, die sie identifizieren. Und zwar müssen sie Theologie mehr als Wissenschaft darstellen und deswegen in Seelsorge, Krankenhaus, Schule und so weiter irgendwie mehr die Theologie als Wissenschaft benutzen. Und dann fordern sie, über die Auslegung der Wirklichkeit zu streiten. Sie schreiben, es bleibt daneben eine unverzichtbare Aufgabe, den Streit um die Auslegung der Wirklichkeit zu führen. Was? Ja, die wollen halt, dass man... Ich glaube, die wollen halt argumentieren, wir haben aber recht und können das mit unserer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wissenschaft der Theologie auch beweisen. Also, ja, ja. Also da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, das ist so hanebüchen. Aber was ich halt wirklich krass und auch fast schon sektenartig gefährlich finde, ist, dass hier explizit Strategien dargestellt werden und Handlungsempfehlungen. Okay, wir müssen an die Kinder von den Atheisten ran, und zwar in den öffentlichen geträgerten Bildungseinrichtungen, weil sie identifiziert haben, je jünger die Kinder sind, wenn sie infiziert werden mit dem religiösen Virus, desto besser bleibt er bestehen und so. Also das ist echt krass. Ja, und aus den kirchlichen Sachen bleiben die weg, aus dem Religionsunterricht bleiben die weg, also müssen wir überall anders hin, wir müssen die kriegen. Wir müssen jetzt in die Bildungspläne rein, wir müssen auch den Ethikunterricht, aber nicht kritisch, sondern wir müssen Religionsunterricht in den Ethikunterricht tragen. Also es ist schon...
So, und das ist jetzt nur so ein grober Überblick über dieses Dokument. Wie gesagt, das sind 250 Seiten, die konnte ich jetzt nicht wirklich alle lesen. Aber ich finde, die kleinen Ausschnitte reichen schon, um sich aufzuregen, ehrlich gesagt. Also ich hatte, als das neu war, diverse Twitter-Diskussionen und ich fand das auch empörend. So, ihr, dann habe ich irgendwie getwittert, so, ihr wanzt euch an unsere Kinder an, lasst eure dreckigen Hände, dreckig habe ich nicht geschrieben, lasst eure Finger von unseren Kindern. Ja. Weil es mich sehr ärgert. Und dann kam die Antwort, ja, das könnte man ja gar nicht verstehen, es sind doch nur Bildungsangebote, was das denn soll. Aber mit einer Agenda, und, hallo. So, und offensichtlich wird hier ja aus dem Dokument klar, was für eine Agenda, wie du sagst, die haben. Das sind eben nicht nur Bildungsangebote, sondern die wanzen sich an unsere Kinder an. Und das Komische ist halt, die meisten Medienberichte, die ich darüber gelesen habe, sind nicht viele, aber die meisten schreiben auch sehr wohlwollend. Man, die formulieren das anders, ne? Die schreiben, das ist doch toll, die Kirche will auf Konfessionslose zugehen. Und ich finde, auf jemanden zugehen hört sich erstmal total nett an, ne? Ja, wir gehen mal auf euch zu und so. Aber wenn man jetzt sowas liest, dann erscheint dieses Zugehen als ein höchst aggressiver Akt. Ja, wir müssen um die Verfassung rum. Ja. Wir müssen um den Religionsunterricht rum. Wir müssen an die Kinder. Wir haben ein Problem mit Artikel 4 Religionsfreiheit, also müssen wir es irgendwie anders machen. Wir definieren uns jetzt um religiöse Sachen und Religions... Was haben die beiden Wörter sind auch so ähnlich. Ich habe schon wieder vergessen. Religions... Ach, die haben... Religionsbezogen und konfessionsbezogen oder sowas. Religiös. Wirklich, ne? Also zu solchen Kunstgriffen, da muss er erstmal drauf kommen. Es ist ärgerlich, es ist echt ärgerlich. Man kann sich nur freuen, dass die Leute alle austreten, weil hoffentlich solche Bemühungen dann nicht so viel Schlagkraft haben, wie sie mal hatten oder mal haben. Ja, weil die Leute, ich meine, die Leute treten ja kaum aus, die paar, die austreten. Wie lange soll das denn auch dauern? Noch 60 Jahre, bis keiner mehr da ist. So lange kann man nicht warten. Also, ja, cool, dass du das so detailliert angeguckt hast. Ich hätte das nicht so detailliert angeguckt. Ja, ich bin da, wie gesagt, das, der Tipp von Luca, das, ich habe gedacht, der hat sich da neu im Forum angemeldet bei uns oder neu auf unserer Webseite und ich fand es irgendwie total nett und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir das mal an und mir sind die Augen übergequollen. Dann dachte ich, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, darüber zu reden, weil stimmt, wer will schon dieses Zeug alles durchlesen? Ja. Habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal für euch. Vielen Dank nochmal. Neuchen. Ja. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich bin einigermaßen stolz, dass ich diesen Satz jetzt, ohne abzulesen, einigermaßen fehlerfrei aufsagen kann. Anfügen möchte ich, wie immer, dass wir uns sehr über eure Kommentare freuen, die ihr hinterlassen könnt, ohne euch anzumelden, ohne euren Namen oder E-Mail-Adresse anzugeben bei manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns auch auf jeden Shitstorm von euch, aber natürlich auch über Lob. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, von Mund-zu-Mund-Propaganda sind die meisten Podcasts schon groß geworden. Es sei denn, du hast einen Podcast in der Zeit, dann brauchst du das nicht. Stimmt, da ist man von all diesen Pflichten befreit, weil dann ist man bei den Guten, per Definition. Vielen Dank also fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.